Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute haben wir einen sehr, sehr, sehr kleinen Mod und ich würde ihn sogar auch eher als Animation einstufen. Aber ich finde ihn unfassbar süß und er macht das Gameplay noch ein kleines Stück schöner. Um welchen Mod geht es? Es geht um den Romantic Sky Guest von Sacrificial. Das ist ein Zungenbrecher, liebe Freunde. Von Sacrificial Mods. So, ja. Was kann dieser Mod? Eigentlich eine wundervolle süße Kleinigkeit. Also, sie kann zu ihm gehen. Ihr könnt auf Romantik gehen. Und dann gibt es den Reiter Kuscheln beim Sternen gucken. Wenn wir jetzt auf Play gehen, dann seht ihr, dass eine romantische Interaktion passiert. Beide legen sich hin. Wenn sie das auslöst, dann kuschelt er sich an sie. Andersrum, wenn er sie anspricht, dann ist es andersrum. Also ihr habt die Auswahl, in welche Richtung es gehen soll. Und dann ist es im Endeffekt so, dass beide in den Himmel gucken, sich aneinander schmiegen, miteinander kuscheln und in den Sternenhimmel gucken. Und ihr habt dann noch ein wundervolles Moodlet namens Leidenschaft unter den Sternen. Was gibt es Schöneres, als die schönen Sterne des Nachthimmels zu betrachten? Kuscheln mit dem, den du liebst. Die Wärme der Kuschel ist etwas, an das man sich erinnern sollte. Das ist eigentlich auch alles. Aber ich finde, es ist eine Sache, die das Spiel so viel süßer macht. Und ich finde es auch schön, dass es hier mit in dem Romantikbereich eingebaut ist. Ihr also gar nicht lang suchen müsst. Sie machen es auch drin. Also da, wo ihr es auslöst, dieses Sterne gucken, da machen sie es. Also müsstet ihr vielleicht vorher darauf achten, dass ihr dann rausgeht und euch einen Platz sucht, wo ihr das gern machen wollt. Kurzes Fazit, also Pro ist absolut, dass die Animation total flüssig läuft, dass sie sehr, sehr schön ist und dass ihr auch ein wundervolles Moodlet hier habt, was mir total gut gefällt. Auch so dieses Bild, was man dabei hat, wenn man das anklickt, gefällt mir. Und es ist schnell und leicht zu übersetzen. Falls ihr wissen wollt, wie man übersetzt, schnell und einfach, verlinke ich euch oben ein Video, so wie man den Mod installiert. Und was auch absolut noch Pro ist, ich habe mehrere Mods von Sacrificial Mods und die brauchen fast nie ein Update. Also es gibt ja so viele Sims-Patches und so oft muss ich irgendwelche Mods wieder aktualisieren. Aber die Mods von Sacrificial Mods muss ich wirklich super selten aktualisieren, was ich mega finde. Und gut, vielleicht liegt es auch daran, weil es manchmal nur gewisse Animationen sind, aber trotzdem super. Kommen wir zum Contra. Langfristig gesehen weiß ich nicht, wie oft und wie viel das jetzt ausgelöst wird im Sims-Spiel, dass das vielleicht NPCs hier irgendwo in der Gegend machen. Das muss man dann sehen. Und was halt auch ein Contra ist, dass man es selber übersetzen muss. Also ich habe zumindest keine Übersetzung gefunden. Es ist aber, wie gesagt, auch schnell. Also es ist ein so Mini-Mod, dass es sehr schnell geht. Ja, ich werde die beiden jetzt mal hier aus dem Regen befreien, bevor sie jetzt klatschnass werden. Und würde mal sagen, viel Spaß mit diesem Mod und freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Hüt euch im Ärmel, eure Rainier. Ciao!